Dienst in Deutschland. Und ich muss mir schon komisch vorkommen als Pirat, wie wir ja eigentlich immer so gegen den Staat eingestellt interpretiert worden sind, dass wir da versuchen, den Staat zu stärken. Seit 1970 ist der öffentliche Dienst in Deutschland um 42% im Personal abgebaut worden. Die Frage ist, wie weit geht das noch? Die Leute, die ich kenne, ich bin selber im öffentlichen Dienst, jetzt zwar nicht bei der Polizei, sondern im Bildungsbereich, die sind am Anschlag und haben noch den Beruf, haben noch den Ruf in vielen Fällen, Geldverschwender zu sein oder Leute, die auf ihrem Hintern sitzen und nichts machen. Das ist schlicht nicht wahr. An der Stelle möchte ich mal eine Lanze für den öffentlichen Dienst brechen. Wir sind wirklich am Anschlag mit den Personen, die wir haben. Und wir müssen über kurz oder lang sehen, wie wir aus dieser Misere rauskommen. Polizei ist dabei nur ein Beispiel. Herr Paul, Nordrhein-Westfalen, vielen Dank übrigens. Nordrhein-Westfalen, könnte man auch sagen, steht für die Abkürzel MMK, also Musik, Medien und Kultur. Und hier wird natürlich ganz genau hingeschaut, was die Piraten zum Thema Urheberrecht sagen. Aha. Und wenn alles frei sein soll, wie weiter? Das fragt sich zum Beispiel Max. Wie sehen Ihre Modelle von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen aus, wenn Künstler, Freischaffende, Urheber von geistigem Eigentum und Autoren ihre Arbeit verlieren, beziehungsweise diese aufgrund finanzieller Einbußen nicht mehr ausüben können? Fragt Max-Christian Derichsweiler. ABM-Maßnahmen für Künstler, die sonst nichts mehr verdienen? Nein, überhaupt nicht. Im Übrigen ist Urheberrecht ein Bundesthema und kein Landesthema. Das nur am Rande. Aber Sie wissen ja, Nordrhein-Westfalen ist die kleine Bundestagswahl. Die kleine Bundestagswahl, von daher okay. Unsere Position zum Urheberrecht wird leider immer etwas verkürzt dargestellt. Es sind 3 oder sogar 4 Beteiligte, wenn es um die Nutzung von, ich sag mal, sogenanntem geistigen Eigentum geht. Geistiges Eigentum ist schon ein etwas schwieriger Begriff, weil geistiges Eigentum, wenn einmal im Umlauf ist, kann man es nicht mehr zerstören. Materielles Eigentum schon, da gibt es einen wesentlichen Unterschied. Und Information als Tauschgebiet, wenn Sie eine Banane haben und ich einen Apfel und wir beide tauschen, ist es umgekehrt, dann hat der andere jeweils das andere. Aber wenn wir Informationen tauschen, haben wir nachher beide mehr. Von daher müssen da völlig neue Wirtschaftsmodelle entwickelt werden. Und speziell, um mal bei dem Musikbereich zu bleiben, die Plattenindustrie hat es verschlafen. Es gab vor einigen Jahren diesen Napster-Skandal. Mit Napster ist aber Geld verdient worden. Nur haben dieses Geld offensichtlich die Falschen verdient. Was, wenn man ein Geschäftsmodell von einer großen Verwertergesellschaft, von einer Plattenfirma aufsetzt, Abgaben, GEMA-Abgaben für Festplatten gibt es ja bereits und das an die Urheber ausschüttet nach einem Schlüssel, dann ist das genau das, was wir wollen. Wir wollen Inhalte frei verkehren lassen im Netz, wir wollen aber nicht, dass die Urheber davon nichts haben. Im also Gegenteil. Das heißt, man könnte so eine Art Grundgebühr im Monat, 10 Euro. Das ist die Kultur-Flatrate, die ist übrigens von den Grünen. Ich frage mich auch immer, warum die Grünen nicht gefragt werden, denn deren Urheberrecht Modell ist völlig verwässert. Sie bilden ja im Europaparlament, um mal noch eine Ebene höher zu gehen, mit den Piraten eine gemeinsame Fraktion, die Greens. Die beiden Piraten, die da sind, haben sich dieser Fraktion angeschlossen. Und Christian Engström hat einen wesentlich radikaleren als unseren Urheberrechtsentwurf eingebracht. Und die Grünen haben dem auf Europaebene zugestimmt. Wir hatten in Offenbach, als wir unseren 149er Antrag, durchgebracht haben, 40 Leute im Saalmikrofon an der Schlange, die sich dazu äußern wollten. Das waren alles Urheber, die gesagt haben, wir stimmen für diesen Antrag. Das waren allerdings keine Urheber der großen... Fragen wir die Urheber mal, die wir auch in dieser Sendung haben. Wir haben eine Kreative hier, Bloggerin Frau Bonser, Nette Bonsel. Sie kommen aus Köln, glaube ich, auch, ne? Ich komme aus Bonn. Sie kommen aus Köln, nah bei. Und da sind Sie alle, die MMK, wie du gesagt hast, Dunja. Wir haben die Brandrede von Sven Regner gehört, der als Musiker sich wahnsinnig drüber aufgeregt hat, über die Politik von Herrn Paul. Wie ist Ihre Position dazu? Also ich habe diese Brandrede auch gesehen und ich konnte ihn da gut nachvollziehen. Vor allen Dingen, weil Sven Regner ja zu einem eher erfolgreichen deutschen Musiker gehört. Und wenn man dann gerade an die vielen kleineren Musiker denkt, dann ist eben die Frage, wie sollen die sich finanzieren? Und da sehe ich ein großes Problem. Ja. Ich habe in diesem Wahlkampf einen Fahrer, der das ehrenamtlich macht, auch Pirat, der ist einer dieser kleineren Musiker. Er ist seit 10 Jahren auf der Flucht vor der GEMA. Er hat seine Musik, um sich populär zu machen, mit der er ein bisschen angefangen hat, Geld zu verdienen. Er macht so lateinamerikanische Sachen, Rumba, auf diversen Tauschbörsen eingestellt zum freien Tausch, um sich publik zu machen, um für Konzerte zu werben. Die Tauschbörsen sind 2-mal von großen Major Companies gelöscht worden. Und die Inhalte der Kleinen, die dort ihre Sachen frei eingestellt haben, sind mitgelöscht worden. Das kann auch nicht okay sein. Im Grunde genommen geht es um die Kontrolle
für den Markteintritt. Und wir haben sehr viele Kulturschaffende in der Bundesrepublik und nicht nur da, sondern weltweit. Und die vielen Kleinen haben jetzt die Chance, über das Internet Zugriff oder Zugang zu Märkten zu bekommen. Und sind die Großen, die Märkte kontrollieren. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich habe selbst mal Rockmusik gemacht. Man schickt Demobänder irgendwo hin. Dass es neben den Großen eine ganze Menge kleiner Labels gibt, die sich genauso und zwar sehr eng mit den Künstlern auch in diesem Bereich tummeln und gute Lösungen finden. Aber lassen Sie uns von diesem Punkt nochmal von unserer Diskussion... Sind meine Freunde, ja, ich kenne natürlich auch 10 Musiker und die sehen es auch wieder anders. Aber lassen Sie uns in den Chat bringen, diese Diskussion, denn wir diskutieren online, Janine. Tja, ob Musiker oder nicht, hier gibt es jede Menge Meinungen, vielfältig wie die Musik. Das Urheberrechtsthema betrifft vorwiegend Film- und Musikbranche, also die Kreativen. Durch die Digitalisierung und das Überangebot entsteht das Problem, dass keiner mehr bereit ist, für einen veralteten Festpreis für ein Lied oder eine CD oder sonst ein kulturelles Gut zu bezahlen. Bei jedem Handwerker gilt das Prinzip eigentlich noch, so marktwirtschaftlich, bei Film und Musik nicht. Das ist jetzt mal so eine Aussage. Der würde ich ganz gerne eine Frage hinterher schieben, die ich schön finde. Schmidt PD fragt, würden Sie eigentlich, Herr Paul, in einen Musikladen gehen und einfach dort Musik kaufen oder machen Sie das zu Hause kostenlos per Internet? Ich lade das kostenpflichtig runter, bei iTunes oder bei Amazon. Nehmen wir mal an, Herr Paul, die Piraten überzeugen doch noch alle Künstler und Kreativen, Sie zu wählen und dann werden Sie das Zünglein an der Waage und kommen vielleicht in eine Landesregierung rein. Dann geht es um harte Fragen. Energiewende haben wir gerade schon mit Frau Löhrmann drüber gesprochen, beschäftigt auch die Bloggerin Annette Bonse. Fühlen Sie sich da bei den Piraten inhaltlich gut aufgehoben? Ja, also ich finde viele Zielsetzungen, die Sie formulieren, kann ich gut nachvollziehen. Allerdings fehlt mir in vieler Hinsicht dann, fehlen mir die konkreten Aussagen, wo Sie Ihre Prioritäten setzen wollen. Da wäre zum Beispiel eine Frage, die mich sehr interessieren würde. Was halten Sie zum Beispiel vom Thema Windenergie? Also die Grünen wollen das ja jetzt sehr stark fördern. Was sagen Sie dazu? Also wir sind grundsätzlich für den Ausbau regenerativer Energien. Dazu gehört natürlich auch die Windenergie, Wasser, Sonne. Letztlich ist Sonnenenergie die einzige, die kostenlos weiter reinkommt. Und wir haben Nachhaltigkeit in unserem Programm. Von daher werden Sie bei den Piraten grüne, orange gefärbte Grüne finden an der Stelle, die aber vielleicht viel kleinteiliger diese Netze haben wollen. Wir sind auch für dezentrale Energienetzwerke. Denn wenn man diese Idee des Netzes einmal selber erlebt hat, im Kopf hat als Kommunikationsnetz, warum das nicht auf Energienetze übertragen? Also wir sind an der Stelle für einen Netzausbau, für einen kleinteiligen Netzausbau. Es gibt Ideen, die davon sprechen, dass quasi Häuser den benötigten Strom selbst produzieren und den Überschuss ins Netz einspeisen. Das heißt aber auch, dass in der Gesellschaft die Machtverhältnisse komplett umgekehrt werden. Da muss man sich auch darüber im Klaren sein, wenn man so etwas machen will. Von selbst konsumieren kommen wir mal zum Thema selbst anbauen, ganz frei formuliert. Wir kommen auf das Thema Drogen. In NRW konsumieren ungefähr 850.000 Menschen mehr oder weniger, jedenfalls zumindest gelegentlich Cannabis. Die Droge, das sagen die Piraten, ist damit in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und sie fordern eine liberale Drogenpolitik. Wir haben einen User, der will es aber ganz genau wissen. Wie stellen Sie es sich vor, die Entkriminalisierung von Drogen durchzusetzen? Fragt Nils Müller. Angelehnt an das Vorbild Niederlande oder wie stellen Sie sich das vor? Nicht angelehnt an das Vorbild Niederlande. Da ist einiges schiefgegangen. Ich möchte nur vorweg schicken, Barack Obama mit Blick auf Mexiko hat erklärt, dass der Krieg gegen die Drogen verloren gegangen ist. 30 Jahre Drogenpolitik sind gescheitert. Man sollte endlich mal anfangen, was ganz anders zu machen. Dann sagen Sie doch mal, schauen wir mal in das kleine Land im Südwesten Europa. Portugal hat seine Drogengesetzgebung 2001 geändert. Wir haben über 10 Jahre Erfahrung. Vor anderthalb Jahren sind die ersten Studien rausgekommen. Also auch Legalisierung, Abgabe von harten Drogen auf Rezept durch die Apotheke und den Arzt. Sauberes Zeug, nicht gestrecktes Zeug. Ergebnisse in Portugal. Weniger Drogentote, Austrocknung des Schwarzmarktes, Reduktion der Rückfallquote bei Drogenabhängigen. Das sind Ergebnisse, die sich sehen lassen können. Und wir finden, Portugal verdient es, dass wir das nachmachen. Und weiche Drogen? Dürfte ich zu Hause dann in meinem Garten Cannabis anbauen? Cannabis, ich habe allerdings keinen Garten, deswegen kann ich die Frage das so stellen. Das kann man auch auf dem Balkon. Ich war mal Student. Der springende Punkt bei dieser Geschichte ist, wir wollen ein wissenschaftliches Klassifikationsschema der Drogen nach Gefährlichkeit anlegen. Und da ist tatsächlich die Frage, wo Cannabis landet, vor oder hinter Alkohol. Also muss man an der Stelle wirklich mal drüber nachdenken. Das sind aber Modelle und wir brauchen natürlich politische Partner,
im Bundestag und in den Landtagen, um diese Gesetzgebung durchbringen zu können. Aber ich denke, es gibt große Chancen, dieses wirklich unpopuläre Thema, man schafft sich damit keine Wähler, indem man sagt, man will die Drogen legalisieren. Auf der anderen Seite haben wir wirklich den Mut gehabt, das mal aufs Tapet zu bringen. Und unser drogenpolitischer Antrag zieht 100 wissenschaftliche Studien zu Rate. Das ist schon eine kleine Doktorarbeit. Herr Paul, jetzt haben Sie mich in den letzten, glaube ich, 23 Minuten schon zweimal gefragt, wann es soweit ist. Jetzt ist es soweit. Dankeschön. Kommen Sie an meine goldene Seite. Sie war eben schon angehalten, war genau. Super, Sie stehen perfekt. Wir machen Login direkt. 2 Minuten sind es immer noch. Kann ich das ohne Brille sehen? Sie bekommen das von mir vorgelesen. Sie können mich sogar währenddessen angucken, Sie das irgendwie ertragen. Wir probieren das mal. 2 Minuten Zeit haben wir. Los geht es jetzt. Was würden Sie von einer radikalen Demokratie, Volksentscheide bei allen wichtigen Themen halten? Sehr viel. Aber diese Form der Demokratie setzt ein hohes Maß an Bildung und Mündigkeit voraus. Wir wollen irgendwann dahin. Der springende Punkt ist halt nur Bildung, Bildung, Bildung. In Bildung ist an der Stelle zu investieren, um bei den Leuten auch das Vermögen hervorzurufen, Dinge vom Standpunkt des Gegenüber, der anderer Meinung ist, betrachten zu können. Sonst kommt man nicht zu demokratischen Entscheidungen. Die EM in der Ukraine boykottieren, ja oder nein? Nein, das hilft den Bürgern der Ukraine nicht. Was sind die Schwerpunkte Ihrer Partei beim Thema Frauenpolitik? Gleichstellung. Wir behaupten ja, wir sind Post-Gender. Wir erheben ja auf unseren Mitgliederanträgen noch gar nicht mal das Geschlecht. Deswegen können wir gar nicht sagen, wie hoch unser Frauenanteil ist. Ja. Falls Sie nicht zum Ministerpräsidenten gewählt werden, bleiben Sie dann trotzdem in Düsseldorf oder kehren Sie nach Neuss zurück? Ich werde Düsseldorf immer wieder besuchen, weil es ist eine schöne Stadt. Neuss also. Wie erklären Sie der Bahn, dass sie ausführliche Geschäftsgeheimnisse bezüglich der S-Bahn veröffentlicht, um transparente Verkehrspolitik betreiben zu können? Da fehlt, glaube ich, ein Haben. Ich denke, es dient an der Stelle auch der Bahn, in dem Bewusstsein zu handeln, den Bürgerinnen und Bürgern einen Service anzubieten, der für die Bürgerinnen und Bürger durchsichtig ist. Ob das die Bahn auch so sieht? Warum habt ihr ein Wahlprogramm? Fragezeichen. Wieso Themen nicht mit dem Bürger gemeinsam erarbeiten? Das ist echt eine Hammerfrage, ja? Jetzt heißt es, ihr habt kein Programm, jetzt haben wir eins, es ist das längste und das teuerste von allen. Und jetzt, warum haben wir ein Wahlprogramm? Ja, Mensch, Christian, ich sag mal, was das soll ist das ein, unser Wahlprogramm ist ein Liquid Program. Wir haben jedes Jahr regelmäßig mindestens einen programmatischen Parteitag, an dem es weiterentwickelt wird. Und die Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, in unsere Arbeitskreise zu kommen. Wir haben sehr viele Mitarbeiter an unserem Programm, die gar keine Parteimitglieder sind. Dann eine schaffen wir noch. Sind unabhängige und somit selbstständig und eigenverantwortlich handelnde Abgeordnete auf Dauer der Basis der Piraten erträglich? Fragezeichen. Ein Ja oder Nein reicht nicht. Ja. Super, dann war's das schon. Vielen Dank, Paul. Viel von dem, was Sie jetzt gesagt haben, klingt immer so ein bisschen nach Modellversuch. Aber jeder, der, sagen wir mal, den Ansatz hat, Politik auch zu gestalten, möchte eigentlich irgendwann regieren. Möglicherweise reicht es nicht für Rot-Grün. Ständen Sie bereit? Also wir stehen auf jeden Fall bereit für die Koalition 2.0, so nennen wir das, thematische Koalitionen einzugehen, dass man sagt, es gibt einen vernünftigen Antrag von einer Partei A, der in die Richtung unseres Programms geht, was für jetzt uns da kommt. Jetzt klingen Sie wirklich schon wie ein Politiker, der seit 30 Jahren im Geschäft sind. Nein, das sagen wir aber die ganze Zeit. Sie möchten von mir eine klare Koalitionsaussage. Nein, aber wären Sie überhaupt bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen? Ja, natürlich. Auch jetzt? Jetzt nicht, weil es gilt auch in Deutschland immer noch das alte Sprichwort, gut Ding will Weile haben. Und wir müssen noch ein bisschen lernen. Okay, nächsten Montag auch noch nicht. Nächsten Montag auch noch nicht. Okay, das ist nochmal eine klare Ansage. Nochmal der Blick ins Netz. Gibt es ein Fazit? Aber ein Fazit nicht, aber zumindest so ein Zwischenstand. Hier muss man Ihnen sagen, die Netzgemeinde findet Sie äußerst sympathisch. Sie wirken auf diverse Leute äußerst kompetent sogar. Und, das sind alles Piraten. Ja, es ist Twitter, ne? Es ist zu vermuten. Beziehungsweise hier ist sogar der Chat, aber die haben uns einfach unterwandert. Jenny Gehr kenne ich. Gekauft. Alle die fand meinen gut, Auftritt aber was soll's? Mein Gott, sie sind alle gekauft und deswegen finden sie alle toll. Das haben sie jetzt gesagt. Es gibt allerdings natürlich auch hier und da ein bisschen Kritik, denn wirklich was Relevantes hat zumindest dieser Gast nicht erfahren. Ihm ist nicht klar, was die Piraten in Nordrhein-Westfalen wirklich umsetzen wollen. Die Schuld an der Schwäche ihres Auftritts wird hier oben von Jenny allerdings dem einen oder anderen von uns hier im Studio gegeben, weil sie angeblich keine Anti-Merkel-Themen ansprechen wollten, durften, nicht wollten.
Nichtsdestotrotz. Warte mal, so geht's ja nicht. Haben wir da irgendwie einen Deal gemacht? Nein, wir haben keinen Deal gemacht, aber ich kann gerne noch was sagen in die Richtung. Wir haben ein Positionspapier, was den Fiskalpakt kritisiert. Sie kriegen genau 10 Sekunden. Wir haben ein Positionspapier, was den Fiskalpakt kritisiert. Das wird nicht in eine stabile Situation führen, eine Finanzdiktatur mit einem selbst Prozessen gegenüber hermetisch abgeriegelten Volumen von 800 Milliarden Euro. Wo kommt das denn hin? Sie wir brauchen gute, Europa der Bürger. Sie haben eine gute innere Uhr. Herr Paul, vielen herzlichen Dank. Ich weiß jetzt zumindest, wer ist eigentlich dieser Paul? Da ist er. Herzlichen Dank fürs Kommen. Dankeschön.